Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Grautöne. Mein Name ist Clemens Lukic und ich bin heute zu Gast bei Professor Dr. Wolfgang Streeck. Herr Streeck, kurz zu Ihnen. Sie sind emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln. Sie haben eine lange akademische Laufbahn als Soziologe im In- und Ausland. 2013 ist Ihr Buch Gekaufte Zeit erschienen, das über Ihr Fachgebiet hinaus viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Und Sie publizieren nach wie vor regelmäßig in deutschen Tageszeitungen, schreiben Essays. Und verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden Sie zuletzt auch als Unterstützer der Aufstehen-Bewegung. Zu Beginn würde ich ganz gerne noch einmal über Ihr Buch Gekaufte Zeit mit Ihnen sprechen. Sie analysieren darin ja die Krise westlicher kapitalistischer Demokratien, den Vertrauensverlust der Menschen in die Institutionen. Und wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen müssten seit dem Erscheinen Ihres Buches bis jetzt, inwiefern hat sich denn die Krise dieser Demokratien und dieser Institutionen verändert? Also ist es besser geworden? Ist es gleich geblieben oder hat es sich sogar verschlimmert? Also erstmal würde ich sagen, ich spreche hier nicht von kapitalistischer Demokratie, sondern von demokratischem Kapitalismus. Das hat schon seinen Sinn, weil es darum geht, eine kapitalistische politische Ökonomie zu beschreiben als eine, die koexistiert mit einer demokratischen Organisation des politischen Prozesses. Ja. Und das Buch ist eigentlich, das Thema des Buches sind eigentlich die Konflikte zwischen diesen beiden Hauptmerkmalen unserer Gesellschaften oder dieser Gesellschaft. Dass sie nämlich einen kapitalistischen Wirtschaftsprozess haben, das heißt auf unbegrenzte Akkumulation, Anhäufung von reproduktionsfähigem, das heißt investierbarem Kapital ausgerichtet sind und gleichzeitig demokratische politische Organisationsformen haben. Die beiden vertragen sich nicht gut, weil der Kapitalismus als Wirtschaftsform auf eine nicht egalitäre Verteilung des Wirtschaftsertrags aus ist, ja ganz klar. Das muss ich ja irgendwo konzentrieren, was dabei rauskommt, damit es wieder investiert werden kann. Während die Demokratie eine egalitäre Schlagseite hat, sozusagen. Und die beiden sind eigentlich immer in Konflikt gewesen, bis auf eine kurze Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen im westlichen Teil der Welt diese Symbiose halbwegs funktioniert hat. Das, was ich in dem Buch beschreibe, ist, wie das ab von den 70er Jahren an langsam aufbricht. Also diese Koexistenz, friedliche Koexistenz aufbricht. Sie haben das ja auch gerade gesagt, Sie stellen den Verteilungskonflikt eben als ein zentrales Motiv. Ja, immer, das ist das Grundthema, um das es dabei geht, nicht wahr? Sie müssen im Kapitalismus die Leute dazu kriegen, dafür zu arbeiten, dass andere Kapital anhäufen können. Das ist gar nicht so einfach. Und das muss man irgendwie organisieren. Also das kann man machen, indem man die dazu zwingt, das zu machen. Das kann man machen, indem man ihnen die wirtschaftliche Grundlage entzieht, wie ursprünglich in dem, was Marx als den Prozess der ursprünglichen Akkumulation beschreibt. Das kann man aber auch machen, indem man versucht, sowas wie einen Sozialvertrag zustande zu kriegen. Das hat dann was zu tun mit regelmäßigen Lohnsteigerungen, Beschäftigungssicherheit, Sozialpolitik, Rentenpolitik und so weiter, die man als attraktive Anreize dafür anbieten kann, sich an einem Spiel zu beteiligen, wo man eigentlich nichts gewinnen kann. Sozusagen, ich beschreibe das dann bis hin zur heutigen Konsumgesellschaft, in dem im Grunde genommen die Zustimmung der großen Mehrheit der Bevölkerung darauf beruht, dass dieses System ihnen ständig neue sozusagen Konsumchancen eröffnet, für die sie aber immer intensiver arbeiten müssen, damit sie die wahrnehmen können. Also Sie kritisieren eben, dass das Ganze momentan eine Schlagseite hat, hin zu einer Ungleichverteilung, hin das... Das muss ja ich nicht kritisieren, sondern jeder, der halbwegs Statistiken angucken kann, weiß das. Da wird viel publiziert. Piketty ist auch ein bekannter Name, der da immer gerne fällt in dem Zusammenhang. Ja. Warum? Und Sie sagen, es gibt immer neue Konsumchancen, die ermöglicht werden. Man müsse aber immer härter dafür arbeiten. Wie ist denn Ihre Analyse als Soziologe?
wie lang eine deutsche Gesellschaft oder eine westliche Gesellschaft, wie lange sie dieses Spiel noch mitmachen möchte. Ja, das weiß man natürlich nicht. Wir sind ja keine Propheten, das, nicht wahr? Was man beschreiben kann, ist, dass die Spannungen zwischen also der einen und der anderen Seite zunehmen. Das lässt sich feststellen, zum Beispiel daran, wie sich in den letzten 20, 30 Jahren die Alltagsorganisation des Lebens geändert hat und die Orientierung der menschlichen Lebensverhältnisse auf Profitabilität, privaten Konsum und so weiter immer stärker zugenommen hat, sodass heute die Leute schon darüber klagen, dass sie irgendwie keine Luft kriegen in dem Rattenrennen, an dem die sich sozusagen beteiligen müssen. Prekäre Beschäftigung, sozusagen ständige Gefahr der Umstrukturierung des Unternehmens, in dem man beschäftigt ist und so weiter und so weiter. Sie kritisieren ja einerseits diese prekären Formen von Beschäftigung, wo soziale Schutzrechte im Laufe der Jahre verloren gegangen sind und sich eben Menschen nicht mehr repräsentiert werden, vielleicht durch Betriebsräte oder dass sie nicht an zum Beispiel, ja. Sich nicht den Gewerkschaften organisieren, dass es auch möglicherweise in vielen Unternehmen, denken wir an Amazon oder Ryanair, vielleicht auch sehr schwierig ist, dort sich gewerkschaftlich zu organisieren. Kann man wohl sagen, ja. Da sehen wir die Seite der prekären Beschäftigung. Sie beschreiben ja aber in Ihrem Buch auch so etwas, was Sie, denke ich, Neoprotestantismus nennen. Also eine Mittelschicht, die wahrscheinlich auch gut gebildet ist und gute Aufstiegschancen hat, die aber bereit ist, eben ihr Leben immer schärfer durchzutakten und auch noch versucht, Dinge einzuvereinbaren in ihrem Berufsleben, die eben gesellschaftlich anerkannt oder angesehen sind, wie sportlich sein, vielleicht ganz viele Reisen machen und ja, Sie beschreiben Sprachen das ja gut. lernen. Jetzt muss ich aber auch daran denken, dass gerade diese multinationalen Konzerne, also GAFAs zum Beispiel, ja auch dafür bekannt sind, dass sie sagen, mach doch zum Beispiel Homeoffice. Also kommt dann vielleicht auch gerade von dieser Seite ein progressiver Wandel, dass die sagen, wisst ihr was, liebe Arbeitnehmer, ihr könnt auch von zu Hause aus arbeiten. Ja klar, das ist ja klar. Es gibt ja ständig Versuche, diese Spannung in Grenzen zu halten. Nicht? Das ganze System beruht darauf. Und ich beschreibe in dem Buch ja, wie Politik eigentlich vom Anfang an dieser eigenartigen Wirtschaftsordnung, die von sozusagen Dauerwachstum abhängt, Politik von Anfang an bemüht war, die daraus resultierenden gesellschaftlichen Spannungen irgendwie für die nächste Zeit zu überbrücken. Nicht? Manchmal geschieht das dadurch, dass sich Gegenmächte bilden, also Gewerkschaften, sozialdemokratische Parteien oder im Weltmaßstab ein kommunistisches System, wo man aufpassen muss, dass man jetzt zu Hause genügend Konzessionen macht, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, sie wollten das auch haben und so weiter und so weiter. Natürlich, bis heute, na, Unternehmen selbstverständlich auch, die müssen das ja auch tun. Zum Teil ja auch deshalb, weil die an einem wettbewerbsgeprägten Arbeitsmarkt sind. Ne? Das heißt aber nicht, dass diese Spannungen ein für alle Mal damit beseitigt werden können, sondern was wir bisher historisch erlebt haben, ist eine ständige Neutransformation dieser Konflikte. Ne? Auch im Weltmaßstab, wo also wir zum Beispiel heute sehen, also wir würden ja jetzt erstmal sagen, ja, was der Marx im 19. Jahrhundert über die Zustände in den Fabriken in Manchester schreibt oder der Engels, nicht? Das ist ja alles vorbei, das haben wir endlich. Aber im Weltmaßstab muss man ja nur nach China gehen und sich die Fabrik angucken, wo 250.000 Leute so Hühnerstall-ähnlichen Schlafsälen gehalten werden, damit die da unsere iPhones bauen können. Und das ist dann überhaupt nicht mehr so groß unterschiedlich zu dem, was wir im 19. Jahrhundert gesehen haben. Nur, dass das eben jetzt irgendwo ist, wo man es nicht mehr sehen kann. Ne? Also, Sie kennen die Gegenargumentation, Ihnen würde jetzt jeder Verfechter einer liberalen Wirtschaftsordnung eben sagen, dass sich aber eben durch diesen Aspekt der Globalisierung auch die Verhältnisse für chinesische Arbeitnehmer sicherlich nach und nach verbessern würden. Wollen wir mal hoffen, nicht? Das wollen wir sehr hoffen. Und wenn Sie mich fragen, ob ich dafür bin, dass die sich gewerkschaftliche Rechte erkämpfen und so weiter, ja, aber her doch damit. Nee. Auch wenn dann die Produkte teurer für uns werden. Naja, ich kann auch ohne iPhone. Aber natürlich, das stellt sich immer die Frage,
wie dieser, ich sage das nochmal, kapitalistische Kapitalakkumulationsprozess, wie der sozial organisiert wird und welche Reaktionen Gesellschaften darauf entwickeln, damit fertig zu werden. Ich persönlich glaube, dass dieses Spiel sozusagen nicht mehr ohne weiteres auf ewig so weitergehen kann. Weil ich denke, dass wir ja nicht nur auf der Mikroebene, wo also jetzt die unmittelbaren Lebensverhältnisse der Arbeiter betroffen sind oder der Menschen betroffen sind, sondern auch auf der Makroebene, da wo es um die regulativen Institutionen geht, die der Kapitalismus auch braucht. Der braucht ja nicht nur fleißige Arbeiter. Also der muss ein Paradox lösen auf der Arbeiterebene, dann komme ich zu dem anderen. Das Paradox ist, er braucht sozusagen zuversichtliche Konsumenten und ängstliche Arbeiter gleichzeitig. Also dieselben Leute. Ja, die müssen als Arbeiter ängstlich sein, dass sie nicht mehr mitgenommen werden, und als Konsumenten müssen sie kräftig konsumieren. Das wird man zum Teil über Kredit lösen. Und nicht wahr? Und welche Risiken in der Anhäufung von Schulden in unseren Ökonomien stecken, haben wir 2008 gesehen. Da sind wir nochmal vorbeigekommen. Aber jetzt gehe ich sozusagen zu den Makroinstitutionen, Institutionen auf der gesellschaftlichen Ebene insgesamt. Das ist die Regulierung der Finanzmärkte. Das sind die internationalen Beziehungen zwischen den großen Hegemonialstaaten, heute China und den Vereinigten Staaten, nicht wahr? Die Notwendigkeit für den Wachstumskapitalismus, sich eine Peripherie zu halten, wo man Rohstoffe billig beziehen kann und gleichzeitig Märkte erweitern kann. Und wir haben heute in gewissem Sinne erstmals in der Menschheitsgeschichte zwei hegemoniale Mächte, kapitalistische Mächte, nämlich China und die Vereinigten Staaten, deren Peripherien anfangen sich zu überschneiden. Also wenn Sie gucken, wo die Chinesen mittlerweile überall sind, nicht wahr? Da sind die im Vorgarten oder im Hinterhof der Amerikaner tätig. Und es geht immer darum, Zugang zu billigen Rohstoffen, Land und so weiter. Klassisches Kolonialismusproblem. Nur eben, dass es heute nicht nur ein Zentrum gibt, sondern zwei. Und wie die nun ihr Verhältnis untereinander reguliert werden, um sozusagen friedlich miteinander zurechtzukommen. Dazu braucht man unter anderem irgend sowas wie eine gemeinsame Währung. Oder jedenfalls ein Währungsregime. Ja, wie das nun funktionieren soll, kann niemand vorhersagen. Man kann nur sagen, dass sich da am Horizont sozusagen Konflikte anbahnen, wie wir sie eigentlich noch nie gehabt haben. Wenn man Ihr Buch liest oder Ihre neueren Artikel oder Schriften liest, dann entsteht ja schon das Gefühl, da muss jetzt was getan werden. Es gibt eine bestimmte Dringlichkeit. Und Sie haben ja auch ganz offen die Aufstehenbewegung unterstützt oder unterstützen Sie, die ja auch sagt, jetzt muss etwas verändert werden. Wenn ich das lese und auch viele andere Sozialwissenschaftler, die wahrscheinlich auch inspiriert durch Ihr Buch oder in diesem ganzen Umkreis von Eurokrise und Demokratiekrise publiziert haben, da ist immer so eine Ansprache eben an einen aufgeklärten, gebildeten, international orientierten Bürger, der jetzt das Heft in die Hand nehmen muss. Nicht bei mir. Ja, Sie gehen da ein bisschen einen anderen Weg, aber im Prinzip ist dieser aufgeklärte Bürger ist ja jetzt gefragt. Und ich denke mir oft, oder zum Beispiel auch, wenn ich die Bücher von Frau Gero, Ulrike Gero lese. Ja, aber bitte, da habe ich nun wirklich nichts mit. Ich weiß, Sie äußern sich ja auch zu dieser Idee in Ihren Büchern und geben Ihre Meinung dazu ab. Aber diese Ansprache an diesen Bildungsbürger, da denke ich mir, ja gut, der hat ja den geringsten Wandlungsdruck, weil der fühlt sich in einem grenzenlosen Europa, in Europa der Freizügigkeit. Und vielleicht möchte ich ja auch, dass das so bleibt, weil mir das meine Konsummöglichkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten ja erweitert. Also so ein bisschen, wer sollen denn die Handelnden sein, diese Gute Ideen Frage. Umsetzen von Aufstehen unter anderem? Ja, nun mal langsam. Also eins am anderen. Nicht? Zunächst mal mit dem Wohlfühlen. Ich kann Ihnen versichern, also wenn Sie die Literatur und so weiter angucken, im Mai 1914 war das Bürgertum in Europa sozusagen total glücklich. Die haben gedacht, es geht immer so weiter. Im August 1914 fing der Erste Weltkrieg an. Shit happens, sozusagen.
Und ob da einer jetzt erstmal glücklich und zufrieden da rumsitzt auf seinem Zauberberg oder nicht, das ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Ne? Die Makrophänomene, die eine Gesellschaft zum Zusammenbruch oder in eine schwere Krise führen können, sind oft unabhängig von den Befindlichkeiten der Mitglieder. Jetzt was die aufgeklärte Mittelschicht und so weiter angeht. Nein, ich schreibe ja nicht ich schreibe mit einem kalten analytischen Interesse. Und wer sich daran bedienen will, der kann sich daran gerne bedienen. Aber ich laufe nicht rum und versuche irgendjemand, der sagt, ach, mir geht's doch gut, ich kann für 30 Euro nach Berlin fliegen. Ich mache überhaupt keinen Versuch, den davon zu überzeugen, dass es dem nicht gut geht. Ich weiß, dass die Verhältnisse ihn davon irgendwann überzeugen werden. Ihn oder die nächste Generation. Wer wird denn die Verhältnisse dann ändern? Ändern, wissen Sie das? Ich weiß, Sie haben mir ja nach der Agentur gefragt, wie man so sagen kann. Es ist ja gerade eins der Charakteristiken der heutigen Zeit, dass es weder auf globaler Ebene noch innerhalb unserer Gesellschaften so etwas gibt wie eine aussichtsreiche oppositionelle Bewegung. Ne? Deshalb kann man eigentlich mit der Krise nur so vorstellen, und da gibt es gute Anzeichen dafür, dass sich innerhalb der Lebensverhältnisse und der Institutionen Verschiebungen ereignen, die zu einem Ordnungsverlust führen, der momentan nicht kompensierbar ist. Dann müssen wir uns an eine Gramsci'sche ein Gramsci'sches Interregnum sozusagen. Da müssen wir uns, indem wir uns ja jetzt befinden. Ja, indem wir uns randenken und indem wir uns zunehmend befinden. Also jetzt die Regentschaft Angela Merkels und auch die große Koalition, ja, das ist für Sie Interregnum. Nein. Also das Alte kann noch nicht richtig sterben und ja, das Neue ist Angela Merkel lebt ja auch noch und da würde ich auch sagen, der würde ich keine also Welt. Im metaphorischen Sinn. Ja, ich verstehe. Ich würde aber der keine welthistorische Bedeutung zumessen. Ich würde aber sagen, die zunehmende Unregierbarkeit unserer Gesellschaften, und das ist ja nicht nur Deutschland, sondern das geht ja sozusagen in den ganzen Westen, aber auch woanders. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass die Ordnungsform des internationalen Staatensystems sozusagen im Abstieg begriffen ist, gleichzeitig aber wir noch nicht wissen, wie man Politik und kollektive Interessen und kollektive Güter sozusagen danach soll organisieren können. Ne? Also was wir gerade ja sehen, weil Sie sagen, es gibt keine Opposition. Ja. Ich würde ja sagen, die regressiven Kräfte sind die politische Opposition, ja, in manchen Ländern noch darstellen, die, ja, AfD in Deutschland, ja, in, ja, anderen, ja, Ländern, ja, schon an der Macht sind. Ja, die meisten würden wahrscheinlich sagen Donald Trump in den Staaten. Die schaffen ja schon Fakten. Ja, da haben Sie ja recht. Das ist ja, schauen Sie, das ist ja der Grund, weshalb selbst jemand wie ich, der im Grunde genommen relativ fatalistisch ist, jetzt sagt, also gut, die Linke muss versuchen, eine letzte Chance also auf lange Zeit eine letzte Chance zu ergreifen. Ich glaube, dass das zweierlei erfordert. Einmal einen klaren, harten, nüchternen, realistischen Blick auf das, was innerhalb der nächsten 4, 5, 6 Jahre möglich ist. Möglich ist. Dann die Wiederherstellung von sowas wie tendenzieller Regierungsfähigkeit auf der linken Seite. Welche Chancen kann man dem geben? Na, vielleicht 25%. Nicht wahr? Aber immerhin, man muss gucken, was man da hinkriegt. Wie kann das gehen? Das kann nur gehen, und das sehen wir in anderen Ländern, durch ein Zerbrechen der Form, in der sich die Linke heute organisiert, nämlich eine absteigende linkszentristische Partei, die traditionelle Sozialdemokratie, eine sektiererische Linksaußenpartei in Deutschland, die Linkspartei und sozusagen eine tendenziell immer noch egalitär denkende, aber zunehmend angegrünte Mittelschicht, die mittlerweile dabei ist, sich zum Anhängsel der bürgerlichen Mitte vielleicht sogar von Herrn, wie heißt er noch, Merz zu entwickeln. Also Sie spielen jetzt unmittelbar auf die politischen Verschiebungen an in Deutschland. Ja, aber nicht nur in Deutschland, sondern die sehen Sie überall. Das sehen Sie überall. Das ist in allen Ländern so. Ja, und
Und die also können England, sie können Amerika nehmen, sozusagen, da nehmen sie die Clinton, die Clinton-Clique, die genau sozusagen an dieser da auseinanderfällt. Jetzt ist die Frage, gibt es die Möglichkeit, sozusagen aus den Resten dieser Strömungen oder aus den besten Resten dieser Strömungen sowas wie eine politische Kraft zu bilden? Was könnte denn diese politische Kraft konkret tun, damit sie weiterhin wächst, Vertrauen gewinnt und die Leute sagen, okay, das ist eine Alternative, die wir haben wollen. Darüber denkt man nach. Darüber denken wir nach. Was wären die ersten Dinge, die Ihnen einfallen? Ja, ich will Ihnen das auch gar nicht verheimlichen, nicht? Diese Gesellschaften kranken daran, dass unter ihrem Arbeitsmarkt der Boden weggeschlagen wird. Und man muss versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass die zunehmende Disparität in oder die zunehmenden Ungleichheiten in Entlohnung, Beschäftigung und so weiter ein Problem sind, das diese Gesellschaft lösen muss. Da kommen so Instrumente wie Mindestlohn, allgemeinverbindliche Tarife und so weiter vor. Alles etwas altmodische Instrumente der Arbeiterbewegung. Aber deren Potenzial ist meiner Meinung nach noch nie ausgeschöpft. Und da kann man sich was aus. Aber nicht nur das, sondern gleichzeitig gibt es, gleichzeitig zum Beispiel haben wir uns in Deutschland eine Balanced Budget Verfassung gegeben, die sogenannte Schuldenbremse. Das ist totaler Irrsinn in einer Zeit, in der das Zinsniveau auf 0% gefallen ist und bei uns die Infrastrukturreparaturen sozusagen von Tag zu Tag dringlicher werden. Ja. Aber Sie kritisieren ja auch gekaufte Zeit, gerade dieses billige Geldleihen. Ja, aber wir reden doch jetzt sozusagen, Sie haben doch gerade gefragt. Ich bin ganz bei Ihnen, ich würde das auch machen. Ja, Sie haben doch gerade gefragt, was in den nächsten 5-6 Jahren passieren kann. Also man müsste dieses Zeitkaufen im Prinzip mitspielen. Ja. Und einen Konsens schaffen bis zur nächsten Krise, die kommen wird, Ihrer Analyse nach. Auch. Ja, nun wollen wir mal langsam vorangehen dabei, nicht? Es hat schon eine pragmatische Seite dabei. Man muss gucken, was kann unter heutigen Umständen, unter der Annahme, dass sozusagen das, was früher der große Kladradatsch hieß, sozusagen nicht passiert, was kann unter heutigen Bedingungen eigentlich getan werden? Und um eine, sagen wir, linke Alternative man kann ja zum Beispiel meiner Meinung nach geht es auch darum, in vielen Ländern, auch in Deutschland, die Tendenz zur Privatisierung von kollektiven Gütern aufzuhalten und eine Infrastruktur aufzubauen, die dann insofern egalitär wirkt, also jeder Bürger die in Anspruch nehmen kann. Und diesen breiten öffentlichen Korridor aufzubauen, da würde ich sagen, wenn Sie das Buch lesen, die erste Idee ist, das durch höhere Besteuerung der hohen Einkommen zu machen. Aber wenn Sie jetzt, aber gleichzeitig sage ich Ihnen, wenn Sie jetzt auf die Piketty internationale Steuer warten, die am Sankt-Nimmerleins-Tag entstehen wird, dann werden wir zu dem Zeitpunkt, wo die entsteht, überhaupt keinen öffentlichen Korridor mehr haben. Nicht wahr? Sie schreiben auch, weil wir jetzt über öffentliche Güter sprechen, dass eine Mittelschicht nicht mehr zufrieden wäre mit den öffentlichen Gütern. Ja, also die vielleicht, ich habe es jetzt dann so interpretiert, die fahren halt lieber mit dem Uber-Taxi als mit der S-Bahn oder der U-Bahn. Und das kann ja auch sein. Und dann muss man eben gucken, dass man arbeitsmarktpolitische Instrumente bekommt, um das Leben der Uber-Taxifahrer weniger sklavenähnlich und mehr, sagen wir mal, sozialstaatsverträglich zu gestalten. Also Sie haben jetzt einige Punkte skizziert, die eine linke Politik-Alternative darstellen können. Ich will Ihnen noch einen Punkt dazu sagen, nicht? Eine vernünftige linke Politik. Also wenn man jetzt guckt, Ausbau des öffentlichen Sektors, Einziehen eines Bodens unter den Arbeitsmarkt, eine armutsfeste Alterssicherung und so weiter und so weiter. Und dann kann man noch dazu sagen, ja, wir müssen auch uns überlegen, warum wir eigentlich im Endziel 2% unseres Sozialprodukts für Rüstung ausgeben sollen.
Das ist auch eine interessante Frage. Das berührt aber die ganze Problematik der Lokalisierung eines Nationalstaats wie des Deutschen innerhalb des internationalen Systems. Und Bürger werden dafür irgendwie Verantwortung übernehmen müssen, sich einfach nur hinstellen und zuhören, wie Frau, wie heißt sie noch, die Verteidigungsministerin? Von der Leyen? Ja, wie Frau von der Leyen neue Geräte beschafft, um irgendwelche Kriege zu führen, von denen man überhaupt nicht weiß, welche das überhaupt sein sollen. Ja, ja. Das sind auch Fragen, die unbedingt gestellt werden. Der Grund, weshalb also Aufstehen meiner Meinung nach wichtig wäre, ist, dass es die Fragen stellen kann, die heute in der Tabuzone innerhalb von SPD, Grünen und Linken nicht gestellt werden. Ja? Und diese Fragen öffentlich zu stellen. Ich glaube, dass ein Bedarf danach besteht. Weil Sie jetzt auch über Aufstehen gesprochen haben und Aufstehen ist eine Kraft, die bestimmte Dinge ansprechen soll. Warum oder ist das neu? Ich bin jetzt noch nicht so lange im Geschäft wie Sie, aber ist es neu, dass sozusagen innerhalb der Linken zwischen Identitätspolitik und Symbolpolitik, wie das manche beschreiben, und Verteilungspolitik so ein erbittlicher Kampf entsteht, dass beide Seiten bereit sind, sich in die Schmuddelecke zu stellen? Ist das was Neues, was wir erleben? Sie würden wahrscheinlich, die Leute, die sich in erster Linie für Verteilungspolitik interessieren, ich bin da auch biased, würden wahrscheinlich sagen, die Verteilungsleute werden in die Schmuddelecke von den identitätspolitischen Leuten gestellt. Aber warum ist dieser Konflikt so scharf? Ist das was Neues? Haben wir da ein Beispiel aus der Vergangenheit? Warum entzweit das die Linke so sehr momentan in Deutschland? Das ist Ihre Idee. Mir ist das auch im Prinzip schleierhaft, aber wir hatten ja diese Diskussion im WZB, Sarah Wanknecht und ich, und dann stand einer auf da, eine junge Frau stand auf und sagte, was sollen denn jetzt Kosmopoliten wie ich überhaupt machen? mir ist dann nicht eingefallen zu sagen, na kommen Sie doch her, wir haben doch nichts gegen Kosmopoliten, ja. Mein eigenes Leben ist, ich meine, die meisten, die sich hier Kosmopoliten nennen, haben ja im Ausland immer nur Urlaub gemacht. Ich habe ja dann nun 10 Jahre meines Lebens verbracht. Nein, also wissen Sie, historisch kann man das erklären. Nicht die Linke, die sozialdemokratische Linke hat in den 90er Jahren, als das Globalisierungsding hochkam und der Fortschritt darin bestand, dass die Linke sich mit dem dritten Weg in Großbritannien zuerst und dann weiter sozusagen auf den Globalisierungspfad begeben hat. Das hieß, dass sie den Wählern in ihren eigenen Ländern erklären musste, also jetzt ist internationaler Wettbewerb, da können wir wenig für euch machen, ihr müsst euch zusammenreißen und was ordentliches lernen und überhaupt flexibler werden und so weiter. Und wir privatisieren auch alles. Freude an Veränderung. Ja, natürlich. Dann haben die Wähler gedacht, ja, wozu brauchen wir jetzt noch eine SPD oder eine Labour Party? Und dann musste man denen was anbieten. Ja. Und dann hat sich die Thematik der Mitte-Linken Seite sozusagen auf identitäre Fragen verschoben. Also auf die Frage, also Gleichheit ging nicht mehr im Arbeitsmarkt, aber dafür ging Gleichheit für Marriage for all, für horizontale, auf horizontale. Ja, genau, kategoriale im Unterschied zu numerischer Gleichheit. Ne? Das wurde dann das Lieblingsthema der Sozialdemokraten. Und eine neue Generation wuchs dann auf, die hatte das Gefühl, dass das jetzt die entscheidenden Themen sind. Auch weil man ja zu den anderen Sachen nichts machen konnte. Die alternativlos sind, weil ja... Ja, genau, bekanntlich alternativlos. Wie hat das Frau Merkel so schön in Davos gesagt, die marktkonforme Demokratie. Ja, natürlich. Vielleicht noch daran anknüpfen, was ich als schade empfinde. Nein, lassen Sie mich aber noch dazu sagen. Und von der objektiven Klassenlage her, wenn man so will, die Leute, die in meiner Generation es irgendwie geschafft haben, so im öffentlichen Dienst ihr gutes Auskommen zu finden, die hatten ja auch irgendwie nicht mehr das Bedürfnis, sich mit der alten Arbeiterbewegung zu identifizieren. Da wurden neue Themen. Und die kann man auch emotional ganz anders aufladen. Während man sich selber immer unter den Verdacht setzt, durch Festhalten an der eigenen Prosperität,
sozusagen irgendwelchen anderen Leuten was wegzunehmen. Also zum Beispiel, da kommt ja auch mal Antikolonialismus und so weiter, alles gleichzeitig hoch. Ne? Dann kann man sagen, wenn man jetzt für die Gleichheit von Transsexuellen ist, dann nimmt man keinem was weg, im Gegenteil. Ja. Also das hat dann so eine Art Moralisierung der Sozialstruktur zur Folge gehabt, in der ökonomische Themen praktisch dann auch schon moralisch verdächtig waren. Ja. Das spielt ja bis heute offenbar eine Rolle, und Sie haben ja schon das Stichwort angesprochen, nämlich emotionale Aufladung, und das ist ja wichtig für jede politische Bewegung, weil das ist eine ungemeine Triebfeder, dass alle identitätspolitischen Themen ja auch berechtigterweise, MeToo soll berechtigterweise diskutiert werden, eben viel mehr Aufmerksamkeit und emotionale Aufladung erfahren. Ja, okay. Und das wird sowohl von der progressiven Seite natürlich verwendet, als auch natürlich von den regressiven Kräften, den identitären Bewegungen, wie sie sich alle nennen, die dadurch extrem viel Aufmerksamkeit und Reibung und Antagonismen die ganze Zeit. Ja, es ist verrückt. Die katapultieren sich ständig in die Öffentlichkeit. Ja, das ist damit im Prinzip ein Nebenschauplatz. Das heißt nicht, dass diejenigen, die sich sexuell belästigt fühlen, sich das zu Unrecht. Überhaupt nicht, ja. Ja, aber es bleibt ein Nebenschauplatz. Und die großen Probleme unserer Gesellschaft, nicht wahr, sind Probleme der Endlichkeit der Umwelt im Vergleich zur Unendlichkeit der Kapitalakkumulation, der Verteilung von Lebenschancen innerhalb von Bevölkerungen und zwischen Bevölkerungen und so weiter und so weiter. Das sind eigentlich die großen Probleme. Und das sind auch die Probleme, an denen diese Gesellschaft scheitern kann und scheitern wird. Sie haben da diese ganz klassische Erklärung, man muss die materiellen Verhältnisse ändern, worüber dann sich auch andere Konflikte eben entschärfen können. Nein, nicht unbedingt. Nein. Es muss nicht so kausal immer in diese Richtung sein, genau. Aber man sollte da ansetzen. Herr Stegemann hat vor einiger Zeit ein Interview gegeben, wo er auch meinte, man muss doch die Verhältnisse ändern. Ich dachte dann an ein kurzes Interview von Nigel Farage, der von einem Journalisten gefragt wurde, hören Sie, durch den Brexit, das wird alles ökonomisch schlechter. Und der hat dann so quasi drauf gesagt, ja, das mag sein, aber das ist den Leuten egal. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, gut, wenn sich die Leute unter Anführungsstrichen wirklich nach so einer autoritären Versuchung sehnen, dann habe ich aber auch keine Argumente mehr im Köcher. Ja, ich bin ja da nicht so, ich sehe das ja nicht so unbedingt wie Sie. Also autoritäre Versuchung, ja. Das ist wieder auch so ein Stichwort, ja. Ja, also zunächst mal ist es so, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dass durch die Entwicklung hin zu einer neoliberalen Wirtschaftsordnung auf globaler ebenso wie nationaler Ebene sowas wie eine Enteignung der politischen Produktionsmittel eingetreten ist. Die Leute haben halt keine politische Wahl mehr. Ja, die sollten dann zwischen CDU und SPD wählen. Wie soll das denn überhaupt? Da geht doch keiner mehr hin. Ja, und denen wurde ja beigebracht, sich von der Erwartung zu lösen, dass die Politik was für sie tun kann. Ja, dann wurde ihnen auch beigebracht, Politik ist eigentlich nur noch über symbolische Darstellungen. Und ich glaube, dass ein Gutteil dieser, sagen wir, von rechts kommenden Antisystem-Mobilisierung durchaus etwas damit zu tun hat, dass man das Gefühl hat, wie das in England bei dem Brexit-Votum hieß, taking back control. Wir wollen sozusagen wieder was zu sagen haben. Wir wollen nicht regiert werden von irgendwelchen Technokraten oder auch Moralpredigern, die uns erklären, wie wir zu leben haben. Und da ist ein Impuls, der von der Linken völlig, von der Linken, die sich selber schachmatt gesetzt hatte, weil sie sozusagen die zentralen politischen Fragen für politisch unregulierbar erklärt hat. Ja, also von der kosmopolitisch globalistischen, internationalistischen Linken, die hat das beobachtet und wusste darauf keine Antwort. Die konnte also diesem Wunsch nach Wiederherstellung von irgend sowas wie, jetzt sagen wir mal, Volkssouveränität, ja, die hatte keine Sprache zur Verfügung, um das zu artikulieren. Die konnte das nur als moralische Verfehlung charakterisieren. Diese Leute sind regressiv. Ja. Gleichzeitig muss man aber sehen,
dass eigentlich in allen Ländern dieser Welt sozusagen ein wachsendes Bedürfnis nach Dezentralisierung von Entscheidungen, auch von kollektiven Entscheidungen besteht, die sich zum Beispiel in Wunsch nach mehr Föderalismus, nach mehr lokaler Kontrolle, nach mehr kommunaler Selbstverwaltung und so weiter artikuliert. Das kann man von oben her schlecht machen, indem man sagt, also alle Habermas, nicht? Diese Leute spielen auf dem Klavier von parochialen Identitäten. Man kann aber auch sagen, dass die Vorstellung einer sozusagen weltweiten Republik, in der alle Unterschiede von alle historischen, mentalitätsmäßigen, wirtschaftsstrukturellen Unterschiede sozusagen keine Rolle mehr spielen dürfen. Ja, dass das gleichzeitig etwas ist, wo der Einzelne sich alleingelassen fühlt und auch keine Chance mehr sieht, sozusagen kollektiv in sein eigenes Schicksal einzugreifen. Und dann kann das dazu kommen, dass irgendwelche Demagogen, wie der in Brasilien oder wie der in Amerika, oder wo die sagt, wir stellen das aber wieder her, ja, wir machen das. Ohne dass es da eine, und das Macron fällt für mich im Prinzip in dieselbe Kategorie. Warum? Das sind alles Leute, die keine organische Verbindung sozusagen durch eine gewachsene Partei mit den Grassroots ihrer Gesellschaft haben. Das sind synthetische Bewegungen, die sozusagen sich um eine charismatische Führerfigur schalten. Italien, klassischer Fall, ja. Und das ist extrem gefährlich, weil die Leute sozusagen ein manipulatives Verhältnis zu öffnen. Die artikulieren sich ja im Prinzip auch nur noch durch die Medien. Ja, dieser Macron konnte nicht mal ein Kabinett zusammenstellen vor 3 Wochen, weil er überhaupt nichts hat da. Ja, der hat eine synthetische Partei von Leuten, die auf dem Internet ihren CV eingeschickt haben und danach hat das Zentralkomitee entschieden, sozusagen wer dafür die Partei kandidieren darf. Ja, das sind Gesellschaften, die haben ihre Mittelinstanzen verloren. Ja, und da kommt dann eine synthetische von oben herab von Politik verkaufenden Eliten ins Spiel, ja, die dann auch ganz sinistere Hintergründe haben kann. Sie haben vorhin zu Beginn unseres Gesprächs eben bezeichnet, wie Amerika und China oder die Sphären Amerikas und Chinas immer näher aneinander rücken. Und wenn Sie eben sagen, dass diese Konfrontation zwischen China und Amerika eine große Rolle spielen wird, dann würde ich ja jetzt reflexhaft schon sagen, gut, dann müssen wir als geeintes, politisch und wirtschaftlich starkes Europa mit einer eigenen Armee. Dann machen wir 20 Flugzeugträger und dann geht's los. Das ist doch Quatsch. Werden die Handelswege gesichert, ja? Ja, die Handelswege werden dann gesichert. Ja, das ist doch Quatsch. Ich sag ja, man muss ausgehen von dem, was man hat. Was jetzt gerade da ist. So, wenn man jetzt über eine europäische Armee redet, da gibt's 2 Atommächte in Europa. Der eine ist dabei, sich aus Europa zu verabschieden. Der andere sozusagen ist unser Freund Macron. Ja? Wird unser Freund Macron seine Atommacht europäisieren? Der muss ja verrückt sein zu glauben, dass der irgendwann mal auch nur in eine Sekunde lang daran denken würde. Ja? So, was soll dann die europäische Armee machen? Ja, die hat für ihre wichtigste Waffe eine Zentrale, die sitzt da in Paris. Ne? Was soll die machen? Die Franzosen haben lange Interessen, verbunden mit starker militärischer Präsenz in Westafrika, wo sie absolute kleptokratische Marionettenregime an der Macht halten, um die dortigen Bodenschätze, einschließlich des Urans, das sie für ihre Frapp brauchen, sozusagen ungehindert daraus ziehen zu können. Ja? So muss man das ja wohl beschreiben. Mhm. Das nennt man Franzafrique. Ja, soll die europäische Armee das erben und das mitmachen? Da würde sich unser Freund Macron drüber freuen. Dann hätte er da ein paar Bodentruppen mehr, als er jetzt hat. Ja? Und jetzt sozusagen will ich Ihnen noch was sagen. Wir kommen ja langsam zum Ende unseres Gesprächs. Das ist Plausch, aber das Thema ist endlos. Ja, das Thema ist endlos. Sozusagen wir erben eine bestimmte koloniale
Vergangenheit, sozusagen, wenn Großbritannien noch drin wäre, würden wir noch eine andere miterben. Wir erben unsere deutsche Vergangenheit. Wir sind in Europa. Und da sind wir nicht in einem Wolkenkuckucksheim, sondern in einem real existierenden Europa. Und da stellt sich zum Beispiel folgende Frage. Sozusagen, wie können europäische Staaten oder europäische Gesellschaften sich innerhalb des sich abzeichnenden Weltkonfiguration sozusagen ein halbwegs gesichertes wirtschaftliches, politisches und ökonomisches Dasein sich schaffen. Da ist es durchaus vernünftig, sich an den kleinen Ländern zu orientieren, wie zum Beispiel Dänemark und Schweden, die sowas eigentlich ganz gut hinkriegen, obwohl sie keine Flugzeugträger haben. Ja? Und dann lasse ich mich noch was sagen, ja. Was in der deutschen Diskussion zum Beispiel immer, das zieht mir immer den Bauch zusammen, wenn ich zum Beispiel höre, wir müssen den Terrorismus bekämpfen und brauchen deshalb eine starke Bundeswehr, eine starke Armee. Terrorismus wird mit Polizei bekämpft. Da braucht man keine Armee für. Da braucht man Polizei für. Abgesehen von diesem, also jetzt zum Abschluss, weil wir jetzt über Europa und Institutionen sprechen, abgesehen von diesem militärischen Aspekt, ja. Eines ihrer Themen, das ihnen sehr wichtig ist, ist ja auch, wie sieht Politikkoordination aus zwischen Staaten? Ja, ja. Und da ist der Next Best Thing, was wir haben, ist ja nun mal die Europäische Union. Gar nicht mal mehr the Next Best Thing. Die Europäische Union hat sich in eine Richtung entwickelt, in der sie auf dem halben Weg stehen geblieben ist zu einer sozusagen föderalen Regierung, die da in Brüssel sitzt und den Ländern erklärt, was sie machen sollen. Also Sie haben hinsichtlich institutioneller Reformen, die auch von Macron eben angestrebt wurden, da sehen Sie nichts Positives dran, dass das ein guter Schritt sein könnte. Nein, wir brauchen einen Bruch in dieser Entwicklung. Wenn diese Entwicklung kontinuierlich so weitergeht, dann werden wir in Europa einen Daueraufstand haben von demokratisch gewählten Regierungen, nicht nur im Osten, sondern auch im Süden, die sich gegen die Anweisungen richten, die Brüssel ihnen im Namen der Bundesrepublik Deutschland erteilt. Und es gibt für Sie jetzt auch keinen erdenklichen Kompensationsmechanismus innerhalb Europas. Jetzt war wieder ein europäischer Arbeitslosen. Nein, das ist alles Augenwischerei. Diese Unzufriedenheit. Das ist Augenwischerei und zwar deshalb, ich verstehe ja die Welt insofern, als man tatsächlich eine ganze Menge an Konsens kaufen kann, ja. Aber um Italien sozusagen stillzustellen unter deutscher Dominanz, da braucht man so viel Kies, dass danach über die Alpen geschafft werden muss, dass kein deutscher Bundestag unter keinen Umständen dem zustimmen kann. Und wenn er das macht, dann wird er beim nächsten Mal sozusagen mit einer populistischen Mehrheit zu tun haben, die das Geld wieder zurückhaben will. Das Problem der europäischen Konstruktion, so wie sie heute steht, ist, dass es kein Land gibt, auch Deutschland nicht, obwohl die so tun, kein Land gibt, das seine nationale Souveränität sozusagen opfern möchte. Frankreich schon gar nicht, Deutschland eigentlich auch nicht, die behaupten das nur. Ja, und die sozusagen erstrecken ihre Souveränität über die Europäische Währungsunion auf den Rest Europas, was die anderen durchaus wahrnehmen. Ja, aber selbst dieser Varoufakis sozusagen ist ausweislich seines Buchs sozusagen durch die europäischen Institutionen gelaufen und hat immer gesagt, respektiert die Souveränität Griechenlands und erlasst uns die Schulden, ohne zu merken, dass das beides zusammen nicht geht. Ja, sie können keine sozusagen riesigen Transfers von einem Land ins andere machen, wenn das andere Land darauf besteht, mit dem Geld anzufangen, was sie wollen. Das geht nicht. Das ist politisch sozusagen unmöglich. Da hat man jetzt die Wahl, sozusagen, will man eine politische Union, in der es eine Zentralregierung gibt, die alle besteuert und dann einen riesigen Ressourcentransfer organisiert. Sie müssen sich das mal vorstellen, sozusagen Italien hat immer an der Grenze gestanden, auseinanderzubrechen, wegen des Transfers von Norden nach Süden. Jetzt wird das Ganze noch sozusagen auf europäischer Ebene gehoben. Mhm. Stellen Sie sich, wird es jemals eine europäische Zentralregierung geben, die das machen kann? Die Antwort ist nein. Was folgt daraus? Da muss man das Rätsel in die andere Richtung lösen. Und muss die Souveränität und die Eigenorganisierbarkeit und die Eigenständigkeit, auch die Eigenverantwortlichkeit der beteiligten Länder, die ja alles Demokratien sind, vergrößern. Dann muss es aufhören, dass wir denen sagen, ihr müsst wirtschaften, als ob ihr Deutsche wärt. Ja? Also ich fasse das zusammen. Im Prinzip
kann die inneren Widersprüche in der Union, die deutlich sichtbar sind und kritisiert werden, nicht durch institutionelle Reformen einfach ausgehoben werden. Nein. Beziehungsweise nur durch institutionelle Reformen, die diese Unterschiede respektieren. Gut, Herr Professor Streeck, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit. Vielen herzlichen Dank und ich verabschiede mich. Ja, schönen Dank.